Hallo meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Ebelsbach. So, ich habe meine Karren hier stehen. Wir fahren erstmal Material besorgen. Hier müssen wir ein bisschen zurückschrauben, das ist sonst zu laut für euch. So. Ja, was ich halt hier so brauche. Fahren wir unseren Karren hier holen. Das geht am schnellsten. Dünger und so ein Kram. Wenn die alle wieder angerückt kommen und wollen irgendwas, dann habe ich nichts da. Und Kalk geht ja auch weg, wie heißt die Semmel. Dann will ich mal Dünger holen. Ein bisschen Saatgut. Vielleicht noch einmal Kalk und einmal Dünger holen. Ich werde dann einfach meine Umleuchten anmachen, ne? Was ist denn mit der Polizei da so näher? Mit dem Taler? Das hat eben mit langsamer Geschwindigkeit, dass die hier so fahren darf. Fertig. Ja, trotzdem viel schneller, als wenn ich das mit dem Schlepper abhöre, ne? Was ist denn jetzt? Ich habe mein Mikro ausgehabt, habt ihr mich gehört? Ansonsten, hallo meine lieben Freunde. Grüße ich euch nochmal herzlich zu einer neuen Folge Ebelsbach. Ne? Also ich bin auf dem Weg hier Saatgut und Kalk und Dünger zu holen. Weil das brauche ich immer. Und ja. Ich weiß nicht, ob ihr das mit ihm mitbekommen habt oder nicht, aber ich hatte mein Mikro nicht gemutet. Ich denke mal, das war ein Video dann auch so. Aber egal. Ihr wisst ja, dass wir in Ebel sind. So. Nee, ich weiß nicht. Saatgut, Saatgut. Kann ich schon mal sagen, 20 Saatgut mit. Und Kalk. Genau, und mal schauen. Kalk. Bei dem sind wir weg, wie heißt die Sammel?
Dusche hier. Weil nicht nass wird. Wie lange fahre ich hier schon rum? Du ist Einbahnstraße, feier. Kann ich heute geladen hier, ne? Ein. Ja, gerade eigentlich muss meine Feuchtbestimmung noch spritzen. Ne?
Waffeln, als ich das Ding abbaue. Suchen wir mal den. Wo habe ich ihn denn? Ihn an. Müssen wir mal gucken. Probieren wir mal, ob ich ihn erreiche. Hallo? Oh. Ja, servus! Grüße Sie! Ich bin's! Ja, was ist los? Los oder was? Ich hab hier den Lüttich nicht erreicht und seinen Adjutant finde ich auch nett. Hast du schon einen Preis für mich für das Gullefass? Hallo? Hallo? Oder hast du Verbindungsabbrüche? Ja, ich habe Funkabbrüche. Ich habe den Ludwig nicht erreicht. Den Ludwig? Ja, okay. Ja, okay. Und er hatte seinen Neffen da. Den habe ich auch nicht erreicht. Hast du einen Preis für das Gullefass? Preis für das Gullefass? Wie viel das jetzt noch kostet oder was? Nein, du hast mir doch ein Gullefass gezeigt. Ja, genau. Wie viel das noch kostet, meinst du? Wie viel das kosten würde, ja. Ja, mit, das kann ich nachgucken, ja? Mit einem dementsprechenden Traktor davor. Und ich habe mir überlegt, der Neffe weiß ja gar nicht, dass ich mit Ludwig überhaupt ein Fass zusammen habe. Ne? Ja. So, dann ich vertick das dir einfach, das Alte. Okay. So. Ich warte mal, ich guck grad in die... Das würde... Also ich würde es dir wahrscheinlich für 100 und 2000 überlassen. 100 und 2000, okay, da müssen wir mal gucken. Abzüglich natürlich im anderen Fass. Ja, das sind Zahlungen, genau. Gut, das könnte ich dir mal vorbeibringen, da könntest du auch mal angucken, oder? Kannst du machen, ja. Okay, alles klar, dann... Ja? Jo, ich räume mal auf hier und dann machen wir das wahrscheinlich, ja. Okay, alles klar. Ich kann auch vorbeikommen, müssen wir kurz abholen. Hab eh grad Langeweile. Wie du willst. Dann komm ich mal vorbei und hol's mir ab. Alles klar, dann bis gleich. Ja gut, dann bis gleich. Jo, tschüss. So, dann gucken wir mal. Das hier wäre schön. Wenn das mein Kontostand wäre. Doch, ist es. Ah doch, stimmt, ja klar. Nee, ist gut. Ich hab schon gedacht, ich wäre irgendwie Ketten. Da gibt einen Film hier. Ne, das passt ja. So, jetzt versuchen wir das Ding hier reinzukriegen. Hinten. So,
Auge beben, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, ein Auge beben, ein Träumchen. Und wer dann mit uns reden wollt, kommt im Teamspeak vorbei. Die Nummer steht in der Videobeschreibung. Bis dahin, haut rein. Tschüss.